Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Heute zeige ich euch mal eine schwäbische Linte. Das ist eine Pizza-Variation, wobei man allerdings Sauerrahm statt der Tomatensauce verwendet und sie mit Speck und Zwiebeln belegt. Wie das geht, zeige ich euch jetzt mal. Für den Grundteig brauchen wir Mehl, Wasser, Hefe, Salz. Ich verwende ca. 500 Gramm Mehl und 250 ml Wasser. Vom Salz wieder nur eine Prise. Dann für den Belag brauchen wir Sauerrahm. Ich nehme hier die vegane Alternative, den veganen Sauerrahm von Sojananda. Dann habe ich mir ein paar Frühlingszwiebeln geholt zum Draufstreuen und etwas Pfeffer hinterher noch zum Nachwürzen. Dann brauchen wir nur noch eine Alternative für den Speck. Dafür verwende ich hier Räuchertofu, den ich jetzt in feine Würfel schneide und dann in der Pfanne etwas anbrate und mit Sojasauce ablösche. Und das gibt dann ein Ergebnis, was Speckwürfeln sehr nahe kommt. Ja, dann wollen wir anfangen. So, mein Teig ist zusammengerührt und kommt jetzt für 10 Minuten in den Ofen, um bei 50 Grad ein bisschen vorzugehen. Nebenher nutze ich schon mal die Zeit und tue meinen vorgewürfelten Räuchertofu hier in die Pfanne. Ich habe ja schon mal ein bisschen Erdnussöl erwärmt und schieße das Ganze jetzt ein bisschen an, sodass ich den eben mal kurz scharf anbraten kann. Wichtig ist, dass man Räuchertofu verwendet und kein Naturtofu, sonst hat das Ganze hinterher keinen Geschmack. So, mein Räuchertofu ist mittlerweile schön kross geworden und ich gehe jetzt ins Ablöschen. Wichtig ist, dass ich dabei nicht zu viel Sojasauce verwende, sonst kann ich das Ganze leicht versalzen. Also gebe ich hier einfach nur einen kleinen Schuss hinzu und schwenke das Ganze dann darin. So, damit sind meine Räuchertofu-Speckwürfel fertig vorbereitet und ich kann mich an meinen Teig machen, der mittlerweile auch lange nicht im Ofen war. Ich habe mir schon mal hier ein Blech vorbereitet und etwas eingemehlt. Und während mein Räuchertofu jetzt abkühlt, damit ich ihn nachher gut auf die Pizza auf meine Linse streuen kann, beginne ich jetzt mal hier den Teig zu portionieren und den Linse daraus zu formen. Dazu nehme ich mir hier eine gute Handvoll Teig und bringe ihn auf das Blech und drücke ihn dann einfach so flach, dass ich hier einen flachen Fladen bekomme. Man kann ihn rund machen oder auch ein bisschen länglich. Wobei man sich an der Größe so orientieren kann, eine Dinnertill sollte genug sein für eine Person. Man kann sie also so groß machen wie eine Pizza oder auch nur so klein wie eine große Semmel, je nachdem. Die etwas kleineren haben den Vorteil, dass man sie fertig, wie sie sind, nachher einfach in einen Tiefkühlbeutel schieben kann und einfrieren und sich so seinen eigenen Vorrat anlegen kann, den man dann, wenn es mal schnell gehen muss, auftauen und sofort verwerten kann. So, die Form hier ist jetzt eigentlich schon fertig und ich kann beginnen, diese Dinette hier mit dem Sauerrahm zu bestreichen. Ich nehme jetzt etwas von dem Sauerrahm und gebe ihn hier auf die Mitte dieses Teigs und verstreiche ihn schön, wie man es bei Pizza mit der Tomatensauce macht, über den gesamten Teig, sodass er gut und regelmäßig bedeckt ist. Regelmäßigkeit ist wichtig, damit das hinterher auch gleichmäßig durch wird. So, meinen bestrichenen Teig bestreue ich jetzt zunächst mit ein paar Frühlingszwiebeln. Dadurch gerät das Ganze auch ein schön frisches Aussehen. So, und gebe dann noch die Speckwürfel hinzu. Und damit ist meine Linette fertig für den Ofen. Der Teig reicht jetzt noch für ca. 2 bis 3 weitere Exemplare dieser Größe. Und dann kommt das Ganze auf 180 Grad für ca. 20 Minuten in den Ofen. Wenn ihr Umluft verwendet, hat es den Vorteil, dass ihr mehrere Bleche übereinander reinschieben könnt und so mehrere Linette gleichzeitig fertig kriegt. So, alle Linette sind im Ofen, jetzt heißt es abwarten. So, die Linette sind fertig. So sehen sie aus, wenn sie aus dem Ofen kommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen guten Appetit und viel Spaß beim Nachkochen. Ciao, bis zum nächsten Mal.